So, und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play Risen Risen, wie ihr wollt. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Und zwar sind wir weiterhin noch in diesem hier. Puff. Bordell, Hotel. Keine Ahnung. Und wir reden jetzt mal mit ihr hier. Sie sieht sehr nach der Chefin aus. Und ja. Dem hast du es aber gezeigt, Schätzchen. Oh ja, Schätzchen. Wurde auch Zeit, dass Eriksen endlich mal Schläge kassiert. Was kannst du mir anbieten? Du bist hier im feinsten Freudenhaus der ganzen Stadt, Schätzchen. Was du hier nicht findest, willst du auch nicht, verstehst du? Mädchen finden Nacht. Der Säufer Eriksen hat sich aus dem Staub gemacht. Das hast du gut gemacht. Ich dachte schon, ich müsste den Kerl ewig ertragen. Hier, dafür kriegst du von mir auch eine Belohnung, Schätzchen. Noch eine Belohnung? Verkaufst du auch Informationen? Wenn das Gold stimmt, bekommst du alles von mir. Du gibst mir 10 Goldmünzen und stellst deine Frage. Wenn ich sie beantworten kann, werde ich es tun. Und wenn du keine Ahnung hast, von was ich rede? Dann behalte ich das Gold. Das ist ja riesig. Kein Spaß ohne Risiko, Schätzchen. Was will... Erzähl mir was über die Banditen des Don. Nein, 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 so läuft das nicht, Schätzchen. Das ist doch keine Frage. Ich sagte, du stellst eine Frage und ich gebe die Antwort, wenn ich kann, klar? Also, hier hast du dein Gold zurück. Versuch's nochmal. Wer zählt zu den einflussreichen Bürgern? Hier gibt es viele, die... Aber der Einzige, der die Fäden hier in der Hand... Er ist die meiste Zeit im Wachhaus. Du wärst gut beraten, dich an seine weißen Ordenskrieger hier... Die Bande... Eigentlich interessiert mich das nicht wirklich alles, aber vielleicht wird mich das in irgendwelchen Quests... Warum sind so viele Gold... Vielleicht wird mich das in irgendwas weiterbringen, questmäßig oder so. Aber es... Ich glaube, das war nicht wirklich wichtig. Wir haben nicht mal einen Quest erhalten, gar nichts, keine Ahnung. Olga. Na, kleiner Mann? Lust auf ein Abenteuer? Lass uns ein bisschen Spaß haben, ja? Geh zu Donna Sonja und bezahl mich. Dann bekommst du von mir alles, was du willst. Nö. Nee, nee, nee. Ich hatte jetzt irgend so einen komischen Schlüssel von ihm. Von dem Banditen da. Lilly! So, aber was sollte ich jetzt eigentlich... Ach genau, wir waren jetzt auf dem Weg. Eigentlich waren wir auf dem Weg. Eriksen kriegt jetzt hier draußen rum. Eigentlich waren wir auf dem Weg jetzt da oben hin und... Ja. Die Drillinge befreien. Genau, das war auch noch die Sache. Und mit dem Oberkommandanten wollte ich ja auch noch schnacken. Der ist hier irgendwo im Wachhaus, was ich auch noch suchen muss. So. Wegen eurer... Die Sache, du kannst den Gefangenen wieder... Ach, ja, ich habe Carrasco. Na schön. Keinen, der mir einfällt. Okay, du hast mich über... Warte hier. Olf, komm! Gut, Olf kommt jetzt raus. Eben snacke ich jetzt nochmal. Ja, klar. Jetzt müssen wir nur... Ich gehe so lange zum Hafen, Kai. Wenn du uns aus der Stadt herausführst... Kontrolliere aber vorher, ob der Weg auch wirklich frei ist, ja? Wir werden dir nicht in eine Falle folgen. Also, bis später. Gut, ich muss jetzt aber noch die, anderen Brüder gleich versammeln. Er hat ja gesagt, dass ich mit, dass ich die versammeln soll. Beim Treffpunkt. Und ja... Schläft die nicht? Warum schläft die nicht?
Tilda, ey, die alte Tilda, ey. Ja, die alte Tilda, ey. Leute, ich dachte, ich finde jetzt noch eine Butze. Wer bist du? Eine Wache. Keine wichtige Person. Personen ohne Namen sind einfach unwichtig. Irgendwelche NPCs, die keiner will, keiner braucht, keiner möchte. Lol. Schmiedeknecht. Toni. Also es gibt hier echt noch viele, viele NPCs mit Namen. Die Stadt ist echt groß, beziehungsweise hat echt viel zu bieten, auch was Quests angeht, ey. Yeah. Aber jetzt werden wir erstmal zum Dings gehen. Zum Chef. Halt! Mach schon Platz! Ja, kann... Okay, okay. So, da bist du also. Wird auch langsam Zeit. Du bist also der Neue, frisch aus der Vulkanfestung, wie? Lass mich dich mal ansehen. Nun denn, du bist das, was ich erwartet habe. Du hast von mir gehört? Wundert dich das? Dein Ruf eilt dir voraus. Oh ja. So schnell und erfolgreich wie du hat noch niemand seine Ausbildung in der Vulkanfestung abgeschlossen. Das ist beeindruckend. Aber wie stark bist du nun wirklich? Bist du schon bereit, deine Kraft und sogar dein Leben für den Orden einzusetzen? Ich bin bereit, Kommandant. Ist das so? Nun denn, dann erkläre ich dir jetzt mal, wie das hier läuft. In dieser Stadt herrscht das Gesetz des Inquisitors Mendoza. Und ich bin seine rechte Hand in dieser Stadt. Das bedeutet, ich bin das Gesetz dieser Stadt. Jeder Störenfried und Verbrecher, der versucht, das Gesetz zu brechen, wird bestraft. Also, halte dich an meine Anweisungen. Und ich werde sehen, was ich im Gegenzug dazu für dich tun kann. Wie kann ich dich unterstützen? Du hast keine Ahnung, was es heißt, eine Stadt wie diese zu regieren. Es ist schon was anderes, als in den geschützten Mauern der Vulkanfestung seinen Dienst zu verrichten. Wenn du mir helfen willst, dann solltest du meinen Wachen bei den Aufgaben helfen, die ich ihnen gegeben habe. Ich werde dir helfen, deine Stadt zu säubern. Nun denn, wenn das so ist, dann werde ich dir jetzt sagen, was du tun wirst. Geh! Und finde alle Banditen auf den Straßen meiner Stadt. Stelle sie und sorge dafür, dass sie keinen Schaden anrichten. Meine Wachen werden dir dabei helfen. Viel Erfolg. Und denk dran, ich werde dich beobachten. Du dienst dem Orden der Heiligen Flamme. Also, ich will keine Klagen hören, Rekrut. Die Banditen des Don. Sid. Sid war eine harte Nuss. Jedoch wird er dir ab heute keine Probleme mehr machen. Sid, sagst du? Der war mir schon lange ein Dorn im Auge. Sehr gut. Hier hast du ein paar Münzen als Belohnung. Hab ich doch alles vorher schon gemacht. Delgado hat versucht, sich die Gosse unter den Nagel zu reißen. Jetzt ist er weg. Die Gosse ist schon unübersichtlich genug. Da brauchen wir nicht noch so einen Strolch. Gut gemacht. Lucor war sehr bemüht, Kontrolle über die Stadt zu erlangen. Das hat sich nun erledigt. Lucor? Wenn ich schon den Namen höre, sträuben sich mir die Nackenhaare. Eine Sorge weniger. Gut gemacht. Einen muss es noch geben. Carrasco hat die 3 Goldschalen bekommen. Das ist gut. Er lag mir damit schon seit Tagen in den Ohren. Gut gemacht. Hier hast du deine Belohnung. Wie viel Belohnung ich hier kriege für die Sachen, die ich eigentlich sowieso schon gemacht habe? Was genau ist deine Aufgabe in dieser Stadt? Leider sind viele der alten Artefakte auf dieser Insel aus Gold. Und deshalb sehr begehrt. Es wird geklaut, was das Zeug hält. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die goldenen Artefakte in die Vulkanfestung gebracht werden. Jeder kleine Dieb und Hehler dieser Stadt will einen Teil des großen Kuchens haben. In dieser Stadt befinden sich immer noch eine ganze Menge Artefakte aus den Tempelruinen im Umlauf. Das allein ist nicht weiter schlimm. Doch leider werden viele davon immer wieder aus der Stadt geschmuggelt und verschwinden im Banditenlager des Don. Wenn ich bloß wüsste, wie diese Artefaktschmuggler das bewerkstelligen. Das Loch muss endlich gestopft werden. Wie stehst du zu den Banditen von Don Esteban? Vor unserer Ankunft hatte Esteban großen Einfluss in dieser Stadt, aber als wir kamen, ist er gewichen. Jetzt versteckt sich der Banditenkönig irgendwo jenseits dieser Mauern. Ohne ihn sind seine Leute nur ein loser Haufen von Landstreichern und Gesetzlosen.
Ich beobachte sie. Solange ihre Zahl überschaubar bleibt, haben sie keine Macht. Das kann sich allerdings schnell ändern. Deshalb müssen wir wachsam bleiben. Warum ist der Inquisitor gerade auf diese Insel gekommen? Hier ereignen sich Dinge, die unsere Anwesenheit unabdingbar machen. Die heilige Halle der Vulkanfestung wird von sehr alten Kräften bedroht, die seit langem verschollen geglaubt waren. Wir sind gekommen, um die heilige Flamme und das Volk dieser Insel zu schützen. Wir müssen die Geheimnisse der emporgestiegenen Tempel ergründen und das alte Volk ihrer Erbauer verstehen lernen. Zu diesem Zweck sammeln wir alles, was wir in den Ruinen der alten Tempel finden und bringen es in die Festung. Die Lage sollte sich mittlerweile entspannt haben. Ja, sieht ganz so aus, als hätten wir die Situation einigermaßen im Griff. Es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis der Don seinen Plan, die Stadt zurückzuerobern, endgültig aufgibt. Nun wird es Zeit, dass wir uns um den Artefaktschmuggel kümmern. Ich muss wissen, wie die Mistkerle die Artefakte aus der Stadt schaffen konnten, ohne erwischt zu werden. Warum wird das Volk in der Hafenstadt gefangen gehalten? Genau. So. Du glaubst also, dass wir die Leute hier gefangen halten, ja? Jetzt pass mal auf. Draußen lauern Gefahren, denen ein einfacher Bürger nicht gewachsen ist. Alle, die sich innerhalb der Mauern dieser Stadt befinden, können froh sein. Schließlich beschützen wir sie. Also, ich möchte sowas nicht wieder hören. Klar? Schon gut. Ich werde die Artefaktschmuggler für dich aufspüren. Viele vermuten, dass das Bordell am Hafenkai damit zu tun hat. Aber Sonja traue ich das nicht zu. Ich denke eher, dass die Banditen hinter der Sache stecken. Wenn du dafür einen Beweis finden würdest, könnten wir die Schmugglerbande endlich dingfest machen. Welche Zukunft siehst du für diese Stadt? Sie ist intakt und sie wird es auch noch so lange sein, wie die Zahl derer, die nicht dem Gesetz folgen, klein bleibt. Sollte allerdings das Verbrecherpack versuchen, die Oberhand über die Stadt zu erringen, müssen wir etwas dagegen unternehmen. Jeder hat dem Gesetz des Inquisitors Folge zu leisten. Also bin ich jetzt noch kein Partner von euch, krieg keine dicke Waffe oder eine Rüstung? Zack, eingesteckt, ey. Ich liebe diese Spiele dafür. Jawohl. Oh ja, von Anfang an richtig, ey. Zack, die Bohne. Das macht zwar das ganze Design kaputt, aber... Who cares? Wo ist denn eigentlich jetzt der Opa hin? Ist er einfach verschwunden? Wow. Naja, dann werde ich jetzt erstmal natürlich speichern, mir einen Zauber der Schnelligkeit geben und los geht's. Kartenschreiber drin. Wo haben sich diese Brüder jetzt nochmal aufgehalten? Bart. Ach, genau. Wer bist? Meiner. Das kann ich hier skippen. Ich weiß ja, wer er ist. Ich.
Dein Bruder. Danke für die. Der wird sich jetzt schon mal auf den Weg machen. So. Oh. Ich leg mich jetzt einfach hier ins Bett. Ins Haus. Du kannst nicht einfach in fremden Betten schlafen. Oh mein Gott, warum bist du wach geworden? Wieso ist sie auf einmal aufgewacht? Und der andere war in der Kneipe da unten. Stimmt ja. In den Ruinen sterben sie doch wie die Fliegen. Dein gute Sache. Ich habe bei Ericsson diesen Schlüssel gefunden. Zeig mal her. Er trägt die Initialen meines Vaters. Kein Zweifel. Mit diesem Schlüssel hat mein Vater seine Habe eingeschlossen. Jetzt müsste man nur noch wissen, wo. Aha. Wieso habe ich das Gefühl, dass es eine lange Suche wird? Ich muss mir jetzt mal in die Quests im. Also soll ich jeden Banditen einfach umbringen, oder was? Immer noch Wildschweinfälle. Gibt es einen Grund, warum du hier bist? Was willst du hier? Das Schloss ist zu schwierig für mich. Kann ich nicht. Also wenn ich da runterspringe, sterbe ich, glaube ich. Ich bin übelst verschleimt. Oh Mann, ey. Verdammt. Hier. Ja, der Ring von der Dings. Es ist gut zu wissen, dass es noch ehrliche Menschen in der Stadt gibt. Weißt du was? Ich hab die Frau ja zusammengehauen. Ist das. Ja, was soll ich denn damit? Ich bin. Bist du sicher? Ja, natürlich. Wie du willst. Je öfter du fragst. Puh. Was ist es denn für ein Ring? Akrobatik plus eins. Nee. Fass hier nichts an. Ein Wolfsfell. Wolfsfell kann ich nicht gebrauchen. Wolfsfell habe ich schon genug. Die Butze ist doch frei. Vielleicht kann ich mit dem Magier sprechen. Ja, vielleicht ist es wirklich eine Butze dann für die. Wer weiß. Lass gut sein. Nein. Der schickt mich sofort weg. Der will nichts davon wissen. Wieso habe ich so das Gefühl, dass irgendwo hier am Rand beim Wasser irgendwie irgendwas ist? Das Schloss ist zu schwierig für mich. Was?
kann ich schwimmen? Ich kann nicht schwimmen? Willst du mich mobben? Wie soll ich denn dann das Monster überlebt haben? Da aus dem Wasser sonst wohin geschleudert und weiß der Geier was? Und ich habe das überlebt oder was? Ohne schwimmen zu können? Das ist doch lächerlich. Lächerlich. Ich becher mich weg. Barkeeper, hau raus, was in deinen Fässern steckt. Mach was anderes. Mach was anderes. Wir wollen dich nicht haben. Geh woanders hin. Oh, was ist das für ein Sergio? Du bewahrst hier die Schiffe. Ja, das auch. Unter anderem, sozusagen. Die Schiffe in diesem Hafen sind für jeden Langfinger in der Stadt eine leichte Beute. Nicht auszudenken, wenn sich hier jeder Hanswurst an der Ladung der Schiffe zu schaffen machen würde. Aus diesem Grund bin ich hier. Unter anderem. Du bist ein Ordenskrieger. Wer hat dir das gesagt? Dein scharfer Verstand, nehme ich an, was? Nein, eher deine Rüstung, nehme ich an. Ja, ich bin Ordenskrieger der Heiligen Flamme. Das ist richtig. Schön, dass wir uns da einig sind. Schon. Na, das will ich meinen, Bursche. Meinen Adleraugen entgeht hier nichts. Gar nichts. Natürlich nicht. Spotte nicht. Du willst doch nicht das gleiche Schicksal erleiden wie unser Gefangener in der Hafenkeizelle, oder? Der Mann in der Hafenkeizelle ist ein Dieb? Kann man wohl sagen. Kapitän Romanov ist ein Piratenhauptmann der übelsten Sorte. Dieser Hundesohn hat mit Don Esteban paktiert. Der Don hat ihn dafür bezahlt, dass er ihm Waren aus aller Welt beschafft hat. Romanov ist für ihn brandschatzend, mordend und plündernd über die Meere gezogen. Aber seit der Inquisitor hier ist, ist das natürlich vorbei. Der Don ist weg. Und wir wollen das Gold, was Romanov vom Don für seine Verbrechen bekommen hat. Tja, solange Romanov nicht verrät, wo er das Gold versteckt hat, lassen wir ihn in der Zelle schmoren. Vielleicht kann ich dir helfen. Ha! Der Hundesohn wird auch dir nicht sagen, wo er es versteckt. Würde mich schon sehr wundern, wenn er so mir nichts, dir nichts seine Meinung ändert. Wir haben ihn hier am Hafenkai verhaftet, bevor er die Stadt verlassen konnte. Das Gold kann also nicht weit sein. Wenn ich bloß wüsste, wo. Ich werde... sehr löblich. Ha, das hab... Naja, aber wenn du es tatsächlich schaffen solltest, werde ich dich natürlich dafür belohnen. Ah ja. Der Befehl des Inquisitors. Roman... Und? Klar. Wie? Nun, der Inquisitor persönlich hat... Also haben sie dich nicht... Ach, wo denkst du hin? Und nun sieh mich an. Offensichtlich. Eigentlich alles nur Bullshit, was da geredet hat. Also wenn ihr das lesen wollt, dann könntet ihr ab und zu pausieren und euch das durchlesen, aber das war eigentlich, glaube ich, nur Käse. So bla bla. Hey du, was lungerst du hier herum? Hier hat keiner was zu suchen. Mach dich nicht so wichtig. Ich gehe dahin, wo es mir passt. Du riskierst eine ganz schön dicke Lippe. Was glaubst du, wer du bist? Wenn du mir nochmal so blöde kommst, poliere ich dir die Fresse, klar? Was genau bewachst du? Das würdest du wohl gerne wissen, was? Pass bloß auf. In dieser Zelle dort sitzt Kapitän Romanov. Einer der gefährlichsten Piraten der Meere. Ist nicht wahr. Ja, so eine Pfeife wie dich frisst er zum Frühstück. Warum bringen die Weißen Romanov nicht in die Vulkanfestung wie alle anderen? Tja, das fragst du den falschen Kumpel. Mir erzählen die Weißen nur so viel, wie ich wissen muss. Und wenn ich ehrlich bin, interessiert es mich auch nicht. Was ist mit Romanov? Ich denke, seine Leute lungern irgendwo in der Hafenstadt rum und lassen es sich gut gehen. Tja, Matrose müsste man sein. Ich will mit Romanov sprechen. Du machst mir Spaß. Das kannst du vergessen. Der Zellenschlüssel bleibt schön in meiner Tasche. Gib mir den Zellenschlüssel, oder ich prügel... Du Wicht! Willst mir drohen? Da muss schon jemand anders kommen, Kollege. Aber wenn du unbedingt die Fresse poliert haben willst, da kann ich dir helfen. Ich sag's nicht noch einmal. Gib mir den Schlüssel. Du willst es nicht anders? Na gut! Zieh deine Waffe, du Wurm! Ich hau dich um, du Wurst!
Der hat ein richtig geiles Schild. Der vierte Schlag ist ein bisschen risky, ey. Es kam wirklich auf den letzten Hit an, ey. Das war jetzt knapp. Willst du Ärger? Steck das, du Hundesohn, hast meinen Zellenschlüssel geklaut. Na und? Was wirst du jetzt dagegen machen? Nochmal Prügel kassieren? Mach, was du willst. Aber weh, ich krieg wegen dir Ärger mit den Weißen, klar? Oh, ich habe jetzt ein geiles Schild. Ha! Wen schicken sie mir denn jetzt? Einen Laufburschen? Ich gebe dir einen guten Rat, Junge. Es ist besser für dich, wenn du erst gar nicht versuchst, mich nach meinem Gold zu fragen. Du bist Pirat. Mein Name ist Ivan Michail Nikolai Igor Romanov. Wow. Für dich einfach nur Kapitän Romanov, klar? Ich bin mir sicher, du hast schon von mir gehört. Viele Geschichten werden über mich erzählt. Viele finstere Geschichten. Und glaub mir, egal was du gehört hast, sie sind alle gelogen. Gut. Dieses Gespräch, Leute, werden wir aber in der nächsten Folge weiterführen. Genau hier wird die nächste Folge anfangen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Mal gucken, was uns der Kapitän noch für Informationen rausgibt. Wir haben ein neues Schild, was sehr geil ist. Wenn ich jetzt noch eine bessere Einhandwaffe finde, oh Mann, dann geht's rund. Also Schilder gefallen mir sehr gut. Ja, also auf jeden Fall würde ich sagen, haut da rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat oder ihr etwas zu sagen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich werde mit euch sprechen. Haut da rein, wir sehen uns und haltet die Ohren steif. Bis demnächst.